Und wir sind zurück bei Uncharted. Wer würdig ist? Wir sind immer noch hier im Grab von Avery. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Too wird uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Mega knallhart. Also. Hier geht's nur im Kreis, richtig? Richtig. Oh, Menü. Hier ist ja überall erstmal so nicht zu erkennen, oder? Bin ich Kollege? Upsi. Brücke wirkt so sicher wie die andere. Bis jetzt hat sie gehalten. Oh. Man sollte auch drauf springen, finde ich ganz gut. Schon okay, sie hält. Los! Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Geht so. Gar bessere. Das ist so. Dad-Joke-Humor. Nein, ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Nützt nix. Okay, okay. Darin bin ich schon Profi. Also hat Tu diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschenkt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden. Das wäre schon doof. Jetzt, wo wir schon so nah dran sind. Gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Noch nicht. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Okay, hier ist nichts. So. Gucken wir uns das mal an. Also man sieht so komische Seilzüge. Die unterschiedlich angebracht sind. Kann ich da irgendwas dran machen? Nein. Okay. Noch ein Hebel. Ja, ich zieh noch schnell die Hand daraus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Er hat's aber versucht. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Hm. Okay. Was jetzt? Kann ich irgendwo irgendwas reintun? Wofür dient der Eimer? Schleppe ich den mit mir rum, okay?
Warte mal, hier unten ist doch Wasser, oder? Einmal voll. Ja. Gut, gib ihn mir hoch. Ach, da bist du. Aber wisst ihr, was ihr damit machen wollt? Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Na gut. Mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Hm, dann ist das weiße Kreuz Dismas. Das schwarze ist Gestas. So, dann drücken wir Jesus. Warte mal. Den nach rechts. Oder müsst ihr, die müssen. Müssen die dann, wo es leuchtet, oder was? Warte mal, da muss ich ein bisschen tricksen. Können wir tricksen? Ich drehe erstmal den hier nach unten, dann kann der nicht weg. Dann müssen wir. Den Eimer. Warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. So, warte mal, wenn ich das umdrehe, muss ich den. Ich muss den weißen nach rechts kriegen, damit ich ihn dann, wenn ich das nachher drehe, links habe. Weil ich glaube, er war ja links neben Jesus, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das heißt. Das ist aber nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Pass auf. So, das haben wir jetzt schon mal richtig, ne? Ho, 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 ho. Dann versuchen wir mal. So, das hätten wir schon mal. Und das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Nee, aber der Eimer muss hoch, also. Momento. Wir müssen den hier nochmal drehen. Dann den Eimer hoch. Dann drehen wir den hier wieder zurück. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Kommen da wieder Spitzen raus? Das war ja eben schon so super. Der andere Typ hat es ja auch geschafft. Na? Hey, sieh mal. Passt es? Hey, siehst du? Kein Nate-Gulasch, kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war,
Was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Wow, sei vorsichtig. Kein so schwerer Test, sogar ich habe ihn geschafft. Was denn? Was soll ich mir ansehen? Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du, Rafe und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Ja, und dann stürzt die Kathedrale hier runter. Ja, das ist ja auch super. Oh, sorry. Okay, da kann man hangeln, das habe ich verstanden. Und wohin? Okay. Scheint jetzt nicht verkehrt gewesen zu sein. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Möglicherweise. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Oh, halt. Okay. Ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Ja, Kollege, ich habe ja noch ein bisschen Weg vor mir, du. Verstehst du das Dilemma? Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Nee, machen sie nicht. Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Ja, ich passe auf meinen Arm. Wie komme ich denn da rüber? Da unten habe ich den Schatz gesehen, aber von hier komme ich nicht hin. Hm. Was? Soll ich langsamer machen? Hier lang. Was ist hier links? Hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Ratten, ich hasse Ratten. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Ja. Wer weiß, ob wir den nicht gleich begegnen, den anderen Suchenden da. Hm. Da geht's auch weiter.
Gott, ich höre die anderen. Warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Oh Mann. Wenn zwei sich streiten, freuen sich die Dritten. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. So, klettern wir mal ganz vorsichtig weiter. Die Anbau, die wohl gesprochen haben. Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Meine Güte. Aber weißt du, dass die nicht mal in so ein Grab reingucken? Da könnte ja der Schatz auch überall theoretisch drin sein, oder? Also, theoretisch. Würde ja jetzt nicht so sein, weil sonst wäre ein Y dran, aber... Siehst du? Was siehst du da, was ich nicht sehe? Nix. Okay. Kaching. Irgendwie wirkt das hier wie eine Falle. Zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Der steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's.
Okay, das funktioniert also nicht, aber kann ich den weiter schwingen oder muss ich hier runter? Oder muss ich da irgendwo? Nee, das ist viel zu weit. Nee, im Leben nicht. Warte mal. Geht's hier irgendwie hoch, die Steine? Auch nicht. Hast du irgendeine Idee, Kollege? Durchschwingen, wa? Vielleicht ein Stück weiter runter. Aua. Ich bin der beste Klettermax von der ganzen Welt. Gucke an. Ja. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke. Gut, und wenn jetzt zerbrochen, hätten wir keine mehr. Uns definitiv der Kathedrale. Oder wo geht's hier nochmal lang? Auch nur im Kreis. Ja, ich glaube, dort waren wir schon. Glaubst du, da waren wir schon? Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Wird schon schief gehen. Oh. Falsch. Die Taste hätte man wohl nicht drücken sollen. Wird schon schief gehen. Wirkst du nicht schwerer als die Kiste? Oh, das sage ich dir. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. So, schicke ich die jetzt hier hinten an die Ecke, würde ich sagen, wa? Dann kann ich da vielleicht rüber. Hopefully. Uiuiuiuiui. Brücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Nee, grundsätzlich nicht. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter?
Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Löchlein daher. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Es war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Puh, wie zum Teufel kommen wir rüber? Was ist das? April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit einem Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen, um meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen. Hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery. Möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Nun ja, das war der Kapitän. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Schon schief gehen. Oh Mann. Dann kommt noch drauf. Ich drück es runter. Los. Geschafft. Okay. Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Cool. Ich warte einfach hier. Oh Gott. Überheblich. Warum überheblich? Das ist ein Wunder der Ingenieurskunst. Oh Gott, Nathan! Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Okay, da oben links geht's weiter, ich nappe. Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben.
Hör mal auf mit Todesfallen. Hey, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Oh ja. Dann gewöhne ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Es ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Eine Karte. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine, Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Die AK immer auf dem Rücken. Habe ich noch was? Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Ja.
Oh man. Oh man. Gott, wo bist du denn? Sorry. Oh Gott, hier geht's langsam hoch. Uiuiuiui. Mist, Sam, Scharfschütze! Hey, oh, Scheiße! Ich Mist!
Oh Mann, geht auch da in Deckung. Besser. Zum Wasser, immer weiter, immer weiter. Ja, wir kommen. Ich glaube ja. Oh Gott. Wow. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay?
Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Und an der Stelle machen wir ein kurzes Päuschen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.